Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Ja, heute ist ein sehr stressiger Tag. Mein Bruder und ich müssen gleich mit den Rädern bei uns zum Obi. Das ist relativ weit weg. Und müssen dort eine Vase holen. Das wird ein Geschenk für unsere Mutter an Ostern. Deswegen lade ich das Video auch jetzt noch nicht. Wir drehen das Video am Ostersamstag. Und deswegen lade ich es auch jetzt noch nicht heute am Ostersamstag hoch, weil sonst wüsste unsere Mutter, was ich für sie für ein Geschenk kriege. Auf jeden Fall werde ich euch den Rest nachher erklären. Wir fahren jetzt erstmal mit den Fahrrädern zum Obi und nachher werde ich dann noch mit ein paar Freunden treffen und ein bisschen auf den Sportplatz gehen. Bis nachher. So Leute, wir haben jetzt gerade die Fahrräder aus den Schuppen geholt und fahren jetzt los. Es muss jetzt echt ganz schnell gehen. Ja, ich nehme euch ein bisschen mit. Ich hoffe, ich kann ein bisschen von der Fahrt filmen. Ja, warum jetzt eigentlich Vlogs? Ja, das wurde jetzt oft gefragt. Ja, und viele haben auch gesagt, ja, bring mal Vlogs. Habe ich ja in den Kommentaren gelesen. Es haben richtig viele geschrieben. Finde ich auch cool von euch. Vielen Dank an euch. Und ja. Wir haben jetzt einen Topf gefunden. Gehen wir jetzt bezahlen und ja, sehen wir uns gleich wieder. So Leute, wir haben jetzt noch einen besseren gefunden. Wie findet ihr den? Ich finde den übel schön. Ja, auf jeden Fall gehen wir den jetzt bezahlen und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann nehmen wir jetzt noch Fressen für unsere Katzen mit und gehen das jetzt alles mal bezahlen. So Leute, das ist unser Einkauf. Wir sind jetzt aus dem Obi raus. Ich hole mir jetzt noch gerade schnell was beim Bäcker, weil ich habe richtig Bock jetzt auf ein Schokobrötchen oder so. Ich habe mir einen schönen wilden Milchbecken gegönnt. Den esse ich aber nachher. Wir stauen jetzt mal alles im Rucksack und fahren jetzt quer durch zum Rossmann, wo wir die nötigen Sachen, die wir jetzt noch brauchen, kaufen. Wir schließen jetzt mal unsere Fahrräder ab. So Leute, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Wir sind wirklich durch die komplette Stadt gefahren. Moment. Oh, hat mich kurz gejuckt. Den ganzen Einkauf zeige ich euch gleich. Ich konnte gerade eben leider im Rossmann nicht filmen, weil da so viel los war. Und ich möchte da jetzt auch nicht die anderen Menschen filmen. Wäre auch doof. Ja, auf jeden Fall zeige ich euch gleich den ganzen Einkauf. Und ja, dann bis gleich. Wir sind jetzt oben. Unsere Mutter war gerade unten. Müssen die Sachen jetzt noch ganz schnell verstecken. So Leute, wir haben uns jetzt versteckt. Scheiße, jetzt habe ich euch den Einkauf gar nicht gezeigt. Egal, jetzt zeige ich euch erstmal, was wir vorhaben. Und zwar haben wir diesen Blumentopf gekauft, wo wir nachher noch oder morgen noch Erde reinfüllen werden, die wir noch hinten in unserem Schuppen haben, im Gewächshaus. Dann, was machen wir dann? Genau, dann stecken wir die Labellos, die wir gekauft haben, ich glaube, das habt ihr nicht gesehen, und das Shampoo und alles in die Erde rein. Verpacken das alles schön mit Geschenkpapier. Dann fahren wir am Ostersonntag extra nochmal zum Blumenladen, holen ganz frische Blumen. Das müssen wir aber früh machen, ne? Und dann überreichen wir das alles meinen Eltern und ich hoffe, sie freuen sich. Ich würde sagen, ich beende den Vlog für heute. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao!